Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Skill-Tutorial hier auf meinem Channel. Heute werde ich euch den 150:0-Skill erklären. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gibt einen, ich meine, holländischen, ja, ich würde schon sagen E-Sportler, ich glaube 14-Jähriger, der tatsächlich es geschafft hat, 150:0 in der Weekend League zu stehen. Und es haben schon einige YouTuber diesen kleinen, ja, E-Sportler analysiert, was er so macht. Und dabei ist rausgekommen, dass er einen Skill bis auf das letzte studiert hat, perfektioniert hat und ihn immer wieder anwendet. Und zwar ist es, ja, kein Übersteiger, sondern eher ein Bodyfeint, ja, eine Körpertäuschung, die er bis auf das letzte perfektioniert hat. Und ihr seht es auch schon, die einem einen kleinen Tempo-Boost vermacht, wenn ihr ihn ausübt, wenn ihr ihn richtig ausübt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die Controls, was ihr beachten müsst, wie ihr ihn ausführen müsst. Das alles jetzt sofort zur Ausführung. Ihr braucht auf jeden Fall mindestens 2 Sterne Skills, um den Skill auszuüben. Das schließt eigentlich so gut wie jeden Feldspieler ein. Heißt, ihr könnt den Skill sogar mit euren Innenverteidigern ausüben. Wichtig hierbei, ich würde auf jeden Fall agile Spieler damit quasi nutzen, da ihr da am meisten Tempo-Boost rausschöpfen könnt. Wie geht ihr dabei vor? Erstmal ganz wichtig, ihr müsst auf die Laufrichtung des Spielers achten. In der Trainingsarena ist es nie ein großes Problem, weil ihr immer nach oben schaut mit dem Spieler. Im Spiel ist es natürlich variabel, weil ihr entweder nach rechts lauft oder nach links lauft, etc. Dementsprechend immer darauf achten. Jetzt werde ich euch erklären, wie ihr das in der Trainingsarena ausübt. Schaut euer Spieler nach oben, wie in der Trainingsarena, wie gesagt. Müsst ihr Folgendes tun. Ihr braucht dafür nur den rechten und den linken Stick. Und zwar tut ihr Folgendes. Beispielsweise wollen wir den Skill nach links exekuten. Heißt, wir wollen nach links einen Tempo-Boost bekommen. Beispielsweise, wenn unser Gegner jetzt von rechts kommt, machen wir Folgendes. Wir nehmen den rechten Stick, flicken ihn einmal diagonal in die Laufrichtung des Spielers. Heißt, der Spieler übt diese Bewegung aus. Ihr seht es hier im Hintergrund. Gleichzeitig, wenn wir das mit dem rechten Stick gemacht haben, müssen wir nach links exekuten. Ihr seht es hier. Also den rechten Stick in diese Richtung und wenn der Spieler die Bewegung ausübt, mit dem linken Stick quasi direkt in die entgegengesetzte Richtung laufen, sodass wir dann wirklich diesen Skill auch ausüben. Ihr seht es im Hintergrund, eine kleine Körpertäuschung und dann direkt der Tempo-Boost in die entgegengesetzte Richtung. Nicht nur damit ihr, wie gesagt, den Gegner täuschen könnt, sondern selbst wenn euer Gegner weiß, was ihr vorhabt, hat er Schwierigkeiten, diesen Skill zu verteidigen, weil ihr damit einfach, wie gesagt, einen unschlagbaren Tempo-Boost bekommt. Ihr habt den Verteidiger quasi in eine andere Richtung gewälzt und natürlich haltet ihr den Ball mehr oder weniger auch nah am Spieler, was alles so Voraussetzungen für den perfekten Skill-Move sind. Ihr seht es hier, der Torwart hat auch keine Chance, richtig zu antizipieren. Das Ganze zur Ausübung. Ich würde auch ein wenig Abstand halten zum Gegenspieler, damit ihr auf jeden Fall noch den Skill gut ausüben könnt und noch Platz habt, wenn ihr, wie gesagt, in die andere Richtung lauft hier. Bringt nichts, wenn euer Gegner quasi schon vor euch steht und ihr den Skill ausübt. Dann werdet ihr ihn wahrscheinlich auch verlieren, den Ball. Aber wie gesagt, so geht es natürlich immer. Und wichtig hierbei ist, wie gesagt, die Laufrichtung. Heißt, falls ihr im Spiel nach rechts lauft, ist es wichtig, dass ihr von der Laufrichtung des Spielers ausschaut. Dementsprechend in diesem Beispiel würden wir, wenn wir vom Spiel aus nach links exekuten wollen, mit dem rechten Stick einmal nach unten zeigen, ja, damit er die Bewegung mit dem rechten Fuß ausführt und dann mit links hoch exekuten. Das Ganze natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung. Ihr seht es hier. Auch wenn wir nach unten laufen, hier könnt ihr es natürlich besser sehen, den Skill. Könnt ihr den Skill natürlich in jegliche Richtung ausüben. Wie gesagt, ich würde dafür agile Spieler nehmen.
damit ihr einfach den besten Effekt habt. Dabei müsst ihr, wie gesagt, mindestens nur 2 Sterne Skiller benutzen und effektiv, gerade wenn ihr an vielen Gegenspielern vorbeikommen wollt oder auch im Strafraum, weil ihr A, schnell am Verteidiger vorbei könnt, schnell am Torwart vorbei könnt, euch den nötigen Freiraum freispielen könnt und ganz wichtig für die ganzen Skiller, sehr viele Elfmeter rausholen könnt, weil ihr, wie gesagt, ziemlich antizipiert, beziehungsweise nicht antizipierbar, in eine Laufrichtung mit einem Tempoboost gelangt, wo die Verteidiger vielleicht nur ihren Fuß schaffen hinzustellen, aber euch natürlich damit umhauen. Dementsprechend leicht Elfmeter. Ich würde sagen, lernt den Skill auf jeden Fall, schaut euch noch die Ingame-Highlights an, um euch ein kleines Bild zu verschaffen, wie der Skill im echten Spiel aussieht. Ich würde sagen, viel Spaß beim Üben, meine lieben Freunde. Haut rein und Peace.